Wenn du dieses scheiß Briefe aufmachst, ist nur Scheiße. Entweder ist es Mahnung oder eine Rechnung oder Finanzamt. Ja, also nur Scheiße. Die schreiben im Vertrag, wer wie viele Schläge verpasst. Genau, das habe ich auch gelesen. Alter, ist es so behindert. Also was für ein kranken Ego musst du haben, was für ein Schwanzvergleich hier sozusagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht hart bin, ich bin voll der Harte. Ja. Ja, sehr hart, ey. Voll, ja. Er hat hier davor einen Hasen gefangen und gegessen. Ja. Denkst du, dass diese Vadik-Figur wird dir irgendwann mal negativ vorgeworfen? Nur auf jeden Fall, die Leute kennen mich leider nur dadurch und die nennen mich so, wenn sie mich treffen. Mhm. Und es ist halt... Ich finde das schade, weil ich bin nicht diese Rolle, ne? So, Freunde, willkommen zurück bei Wahrheit sein Vater. Diesmal mit Dmitri Zetkov. Dmitri Zetkov ist bekannt unter seinem unter seiner Legende, unter seinem Personage Vadik aus Ostboys. Mhm. Ich glaube, ich muss da nicht weiter viel darüber erzählen und erklären. Ist schon bekannt, ihr kennt ihn bestimmt. Wenn nicht, dann könnt ihr googeln auch Ostboys, Vadik aus Ostboys. Ich steige mal direkt ein. Die Regeln sind mittlerweile weltweit bekannt. Mhm. Jeder weiß, wie man ich das... Ich habe sowas nie gespielt, muss ich sagen. Das sagt jeder, das sagt jeder. Aber das wird nichts ändern. Mhm. Der verliert, der muss singen. Passt eigentlich nicht zu so einem brutalen Typ wie du, dass du sowas spielst. Aber, nee, doch. Dieser brutale Typ, so, das ist auch nur eine Maske. Ich bin eigentlich sehr, sehr freundlicher, sehr lieber Mensch. So, brutaler Mensch. Man denkt von mir brutal, weil ich halt, weißt du, als Ausländer, so dunkle Haare, das ist geil nicht. Ist gespielt, ist nur eine Maske. Wir fangen damit an, wie du nach Deutschland kamst. Wann kamst du nach Deutschland? Du bist aus Ukraine, das weiß ich. Ja, aber kannst du Hintergründe darüber erzählen? Wie fange ich am besten an? Meine Familie, wir sind Russlanddeutsche. Mhm. Also mein Uropa war in Kasachstan noch damals. Ihr seid Wolgadeutsche? Hm? Wolgadeutsche? Nicht Wolgadeutsche, nein. Der war nicht am Wolga. Er war aus Krim. Aus Krim? Ja, genau. Und dann, so wie ich weiß, weil er von Nationalität Deutscher war, mhm, er musste sehr lange Zeit in Kasachstan in Arbeitsarmee verbringen. Arbeitsarmee, das ist kein klassischer Arbeitslager, mhm, so wie für Gefangene, aber ist ähnlich. Also du arbeitest da umsonst für sehr lange Zeit. So. Ich kenne das, ich komme aus der Ecke und wir haben in der Folge mit Max Schwind haben wir darüber gesprochen. Ah, echt? Also unser Volk und ein paar andere Völker wurden auch dahin verschleppt und viele stimmt, von denen, das kenne ich über euch. Viele von denen wurden auch in diese Lager gesteckt, so, vor allem Jugendliche, die sich dagegen versucht haben, irgendwie für jede Kleinigkeit. Bruder von meiner Oma zum Beispiel hat 7 Jahre dafür gesessen, mit 14 Jahren, weil er Korn, irgendwie 20 Gramm Kalasok, Mehl geklaut hat, weil die nichts zu essen hatten. Ja. Also ich verstehe das schon. Genau, bei meinem Uropa war das war irgendwie anders. Also es war nur wegen Nationalität, nur weil er Deutsch war. Und er war eigentlich halb Deutsche, halb Armenier, so wie ich weiß. So, genau, meine Oma ist Deutschlehrerin, also deswegen Deutsch war immer irgendwie in der Familie präsent. Mhm. Sie hat auch als Dolmetscherin sehr lange gearbeitet, bevor sie Lehrerin geworden ist. Und irgendwie Deutsch war immer präsent in der Familie, aber ich habe nie gedacht, dass ich nach Deutschland irgendwann kommen werde. Ich habe mein ganzes Leben Englisch gelernt. Mhm. Und dann, als ich nach Europa wollte, ich habe gesucht, wo ich studieren kann. Nach der Schule? Nicht nach der Schule. Ich habe nach der Schule in Kiew studiert. Mhm. Und dann... Nachdem meine erste Uni-Ausbildung fertig war, ich dachte, okay, ich muss nach Europa. Und damals hatte ich eine Freundin, sie wollte auch in Europa studieren. Ja. Und ich habe so geguckt, wo ich studieren kann. Ja. Und England war keine Variante, weil es ist zu teuer, Amerika auch. Und Deutschland war die einzige Option, um kostenlos zu studieren, musstest du nur Sprachtest schreiben. Ja. Und meine zweite Sprache war Deutsch nach Englisch. Und deswegen habe ich mir schnell Privatlehrerin geholt, schnell
alles gelernt um für diesen Teufeltest. Nicht Teufeltest, wie heißt das? Das darf heißt es, ja, genau. Und dann bin ich das bestanden und am Ende an der Uni hat mich keiner danach gefragt. Du bist als Student also nach... ich bin zum Studieren gekommen. Ah, okay. Genau, 2011. 2010 habe ich versucht, hat nicht geklappt. Ja. 2011 hat geklappt. Und seitdem bin ich hier in Deutschland. Okay. An der Filmakademie. Und in der Ukraine, was hast du dort studiert? Ich habe ein Jahr Mathematik studiert, weil meine Eltern wollten unbedingt, dass ich Mathematiker werde oder Programmierer, aber ich bin absoluter, also bei mir sind so mehr Sprachen, Mathematik, ich bin der schlechteste Mathematiker der Welt. So. Ja. Aber ich habe trotzdem geschafft, ein Jahr habe ich dort studiert und dann habe ich abgebrochen und da gab es Filmuni in Kiew. Ja. Und meine Mutter hat mir gesagt, okay, du bist kein Regisseur, machst du nicht, du machst Kamera. Weil wenn du keinen Job hast, wirst du Hochzeit aufnehmen. Also ist immer Brot, dann kannst okay, du dann kannst du noch was da hast du Handwerk, so, ja, ne, ja. So ein bisschen. So. Weil Regisseur in der Ukraine damals, das war so, ja, was, ja. Regisseur? Ja, ja. Es war wie, keine Ahnung. Du hast keine Arbeit, ich spiele Geige professionell. Ja, genau. Ja. Obwohl Geige ist sogar besser wahrscheinlich. Genau, und dann habe ich angefangen bei diesem Uni, da gab es so Vorbereitungskurs für Kamera. Mhm. So, und dort haben wir sehr viel gelernt, war sehr gute Zeit. Dort hat man uns gezeigt, wie man mit analog Filmmaterial arbeitet. Mhm. Also fotografiert, wir haben nur schwarz-weiß fotografiert, ersten Monat, dann langsam die Farbe. Also es war sehr klassisch, so richtig sowjetische Filmschule sozusagen. Aber dann hatte ich dort eine Dozentin und sie wusste, ich schneide in Premiere. Ich habe damals meine ersten Filme gemacht. Mhm. Und ich habe ihr das erzählt und sie sagt so, ach, es gibt noch ein Uni, da gibt so Videodesign. So, kannst du da gehen? Und ich so, Videodesign, wow, wie es klingt, so Videodesign, ne, weißt du so. Klingt so Fashion, ne, so ja, ja, das modern, klingt modern, modern, klingt modern, so. Und Elite, dann, wie ihr seid. Elite, ja, ja. Da komme ich an diese Uni rein, sehe, so, da gab es so einen großen Computer. Mhm. Sah professionell aus, weil es groß war, dieser Computer. Ja. Und ich dachte, okay, ich mache Videodesign. Und ich habe Videodesign studiert, Ausbildung war scheiße. Also du hast das Dritte, was du ausgewählt hast. Genau, ich habe Mathematik abgebrochen, angefangen, mich für Kamera vorzubereiten und dann für Videodesign entschieden. Okay. Und dann habe ich gesehen, in erster Woche an der Uni, ich habe gesehen, wie scheiße das ist alles. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Praktikum bei VFX-Firma zu machen, also visuelle Effekte für Film. Ja. Und so habe ich, seitdem ich 19 war, habe ich, bis ich nach Deutschland kam, habe ich damit mein Geld verdient. Mhm. Also mit visuellen Effekten und ich musste viel für Werbung machen. Mhm. Da war sehr oft, dass die Regisseure vorbeigekommen sind und ich dachte, okay, du bist Regisseur, aber so krass bist du auch nicht. Okay, ich will auch Regisseur. Du bist nicht anders, ja? Genau. Ja. Und dann dachte ich, okay, ich muss Regie studieren und dann habe ich mich beworben. Ja. Hast du in Kiew studiert und abgeschlossen? Oder? Ich habe in Kiew abgeschlossen. Diese Videodesign-Ausbildung. Okay. Ja. Und dann kam ich hier nach Ludwigsburg. Also Regie hast du in Deutschland studiert? Ja, ja. Ah, okay, ja. In Ludwigsburg. Genau. Ich habe schon vergessen, warum diese Entscheidung kam. Ah, ich wollte in Moskau studieren, aber Moskau war mir zu teuer. Was? Die war teurer als hier zu studieren? Ja, weil in Moskau, in WGIK, also diese Filmschule, die hat damals so ungefähr $20.000 pro Jahr gekostet. Und ich habe gut verdient in der Ukraine. Ja. Reiche Eltern habe ich auch nicht dafür. So. Ich konnte nur so gucken, was ich für Geld habe zum Studieren. Und ich war in WGIK, ich habe das angeguckt alles. Und ich dachte, nein, ich muss nach Europa, weil dort kann ich umsonst studieren. Ja. Und Gott sei Dank, danke Merkel, dass das funktioniert hat. Hat mir viel gegeben. Also diese Filmschule in Ludwigsburg ist Bombe. Beste Zeit, was ich hatte in meinem Leben. Wenn ich jetzt zurückblicke, das ist die beste Ausbildung, die es gibt, weil es ist sehr sozusagen unternehmerisch. Du musst selber alles machen. Praktisch.
praktisch, ja. Learning by doing. Also du hast geile Leute da, so coole Leute, die sehr professionell sind. Du hast Technik, du hast alles. Du musst dir selber Producer finden, selber musst du dir Kameramann finden, du musst selber Besprechungen führen, pitchen, alles Mögliches. Und im echten, also wenn ich jetzt Werbung drehe für die realen Kunden, ist es genauso. Hast du dort den Slavik, den Max? Mark kennengelernt? Filatov. Ja, wir haben uns dort kennengelernt. Ja? Wir haben auch meinen ersten Film an der Filmakademie zusammen gedreht. Er hat mir, also das war Zusammenarbeit. Er hat dort Schauspiel studiert damals? Ja, er hat in Stuttgart Schauspiel studiert. Und wie kam es zum Ostboys? Wann danach habt ihr euch entschieden? Ganz einfach. Ostboys, es war unsere Dynamik, was wir hatten drin, so als Freunde. So ganz, also das war unser Humor sozusagen. Und er war fertig, glaube ich. Ich kann nicht so viel erinnern, wie es bei ihm war. Aber auf jeden Fall, wir waren beide fertig nach der Schule. Und beide hatten keine Kohle. Und dann dachten wir, lass uns zusammen was drehen. Und so sind diese Figuren entstanden. So Slavik, Vadik, Ostboys. Seid ihr beide dann nach Berlin gezogen? Weil er war am Anfang in Berlin, dann ich war in Ludwigsburg. Ich habe noch diese Vadik-Weste und diese Arbeitshosen. Ja. Die kommen von der Zeit, ich habe Möbel geschleppt in der Zeit. Und diese Weste und diese Hosen, die man in den ersten Folgen sieht, das sind die Hosen, die ich tragen musste. Genau. Und dann habe ich gependelt zwischen Ludwigsburg und Berlin, wir beide. Dann später bin ich nach Berlin gezogen. Genau. Wann kam der Erfolg, wo ihr gesehen habt, okay, das läuft und wir fangen an, damit Geld zu verdienen? Nach welcher Zeit? Es war nicht so, dass bei uns war es nicht so, dass wir aufgewacht sind und wir waren berühmt. Es war sehr lange Arbeit und alles, es war wie Computerspiel, ne? So wie Level Up immer. Wir hatten großen Glück, weil als wir angefangen haben, ich habe davor ungefähr 4 Jahre Kamera bei Russendisco gemacht, als Kameramann, Party-Kameramann. Und ich kannte ein paar Leute in dieser Russendisco-Szene. Und da gab es einen DJ, DJ Pressplay, Props an dir, der hat uns geklärt, dass wir haben angefangen aufzutreten in den Clubs. Unser erster Job war Wet-T-Shirt-Contest, haben wir moderiert im Club bei der Party. Okay. Und so haben wir erstes Geld gekriegt mit Partys. Also das war unseren ersten Einnahmen sozusagen. Ja. Genau, und großer Erfolg kam natürlich nach Sido, glaube ich. Sido? Ja, also Sido uns hat diese Chance gegeben hat, sozusagen, also die Folge mit ihm zu drehen. Ihr habt eine Folge mit ihm gedreht, ja? Ja, wir haben eine Folge mit ihm gedreht, ja. Und das hat auf einmal uns einen ganz anderen Status gegeben. So. Das heißt, ihr habt auf einmal viele Follower. Weil wir sind nicht diese YouTuber, wir waren nie in den Trends auf YouTube. Aha. Obwohl uns jeder kannte, also alle Russen kannten uns. Ja. Aber wir waren nie in den Trends. Mhm. Wir waren sozusagen underground. Mhm. So, wir waren kein Mainstream. Oder. Mhm. Es war nicht so, dass auf einmal wachen wir auf, wir haben 5 Millionen Klicks. Nein. Mhm. Es war sehr lang. Erstes Video, 100 Views pro Woche. Zweites Video, 300 Views pro Woche und so, Step by Step, sei langsam. Also man hat so eine Vorstellung, wenn man 1 Million Follower hat und so erfolgreiche Instagram-Seite. Ich habe übrigens komplett in deine Geschichte mich reingehört und vergessen, das Spiel anzufangen, aber werde ich jetzt schnell machen. Man hat ja so eine Vorstellung. Aber was muss ich tun? Okay, du musst es drauflegen. Genau, ich muss drauflegen. Dann bist du dran, dann musst du das selber machen. Und wenn die obere Reihe halt mit 3 voll ist, dann machen die halt weiter. Warte, aber... Wenn ihr so 1 Million Follower hattet, ich sag mal ganz oben, die Pike, halt, die Bergspitze eures Erfolgs mit Ostboys, habt ihr da schon angefangen, so richtiges Geld zu verdienen, wo ihr zum Beispiel, könntet ihr am Ende des Monats jeder von euch so eine neue BMW kaufen oder so? Natürlich nicht. Hä? Ich weiß nicht, von wo diese Vorstellung kommt, dass du
mega reich mit YouTube bist. So eine City-Legende. Also guck, wenn man so anguckt, ja, diese Situation, wie verdienst du Geld als YouTuber? Werbung, Platzierung in den Folgen, du machst, platzierst, also du zeigst irgendwelche Marken dort in den Folgen, in Videos, oder du sagst auf Instagram, hier kauf das und das, machst Gewinnspiele, alles mögliche. Und richtig Geld machst du, wenn du so riesige Werbedeals machst, wie Shirin David zum Beispiel. Ja? Ja. Also sie, ich glaube, sie, bei ihr läuft das richtig gut. Ja. Genau. Und eure Merchandise, so eure... Merchandise war, hat ich glaube, es war unsere größte Einnahmequelle. Echt? Ja, Merchandise. Kannst du so grob sagen? Nein. Okay. Nein. Okay. Und ich war auch nicht so sehr stark für Finanzen zuständig. Deswegen, ich habe das nicht so ganz im Kopf, wie viel das war. Zu der Zeit, was ihr so monatlich verdient habt, so ungefähr, willst du nicht sagen, ja, okay. Erzähl über dein aktuelles Projekt. Also ihr seid, Ostboys ist deine Vergangenheit, hast du gemacht, hast dich weiterentwickelt, jetzt bist du, jetzt machst du eigene Dinge separat von Marc Filatov. Und jetzt bist du, jetzt hast du eine Serie gedreht, Save the Katze. Ja, also ich sag kurz, wie ich mich sehe als Person sozusagen. Ja. So, mein Ziel war immer Regie zu machen. Ja. Dass die Leute mich als Wadi kennen, das ist sozusagen, das habe ich nie geplant. Nebeneffekt. Und nie gewollt. Ja. Ich wollte Filme machen. Ja. Das war immer mein Ziel. Ja. Dann ist es so dazu gekommen, dass ich mitgespielt habe. Es hat geklappt, das war lustig. Die Leute kennen mich jetzt als Wadi. Aber parallel habe ich auch ein anderes Leben als Regisseur. Wenn man auf meine private Instagram-Seite geht, man kann sehen, dass meine Werbespots internationale Preise gewonnen haben. Mhm. Ich habe bei Young Directors Awards zweiten Preis gewonnen. Ich habe Spotlight Festival in Deutschland gewonnen. ADC Art Directors Club Nagel bekommen. Also viele ist das Preise. Nach Ostboys oder parallel dazu? Es war parallel. Sozusagen. Parallel. Ja, es war noch parallel. Mhm. Genau. Also fast jeder mein Studentenfilm hat Preise gewonnen. Also jeder sogar. Jeder mein Studentenfilm hat Preise gewonnen. Oder war nominiert oder Preise gewonnen. Habe ich zu meiner Schande noch keinen gesehen, außer diesem aktuellen Projekt. Aber genau. Man sieht schon, dass du talentierter Regisseur bist, wenn man deine aktuellen Projekte sieht. No, danke schön, das freut mich. Aber warum ich das erzähle, ich dachte, wie kann ich weiter als Regisseur fit bleiben? Also, und ich habe verstanden, ich muss drehen. Und was kann mich, ich hatte zum Beispiel, ich sehe meine Studienkollegen, ja, oder andere Regisseuren, die machen zwei Projekte pro Jahr und dann sitzen sie und sagen, ich warte auf die Finanzierung oder ich warte auf Schauspieler oder sowas. Ich war nach Ostboys, ich war gewohnt zu diesem schnellen Rhythmus, dass ich dachte, okay, ich mache YouTube-Channel, nur damit ich fit als Regisseur bin, damit ich immer was drehe, never not shooting, also damit ich immer was drehe, genau. Und ich sehe das jetzt nicht als Business, weil es ist kein Mainstream, ja. Also in Deutschland, ich kann jetzt nicht erwarten, dass Millionen Leute werden das angucken. Also ich gucke das realistisch an. Ja. Wenn das klappt, ja gut, aber ich sehe das erstens als Möglichkeit zu üben, als Möglichkeit Geschichten zu erzählen, weil ich das liebe und ich liebe drehen und mir macht Spaß Comedy zu machen. Genau, und Leuten zu zeigen, dass ich noch existiere, weil wenn du heutzutage, wenn du nichts postest, existierst du nicht. Ja. Das ist so, du bist unsichtbar. Du bist dran übrigens, und dass du sagst, dass dein aktueller Projekt, dass er jetzt nicht so in die Menge gehen wird, denkst du, das kann man so voraus selber einschätzen? Oder? Habt ihr bei Ostboys zum Beispiel einschätzen können, dass das so in die Masse geht? Ich kann nur für mich sagen, ich habe mir hat es so Spaß gemacht, dass ich nie gedacht habe, dass es jetzt super groß wird. Ich habe das nie gedacht, nie erwartet, und es war ganz andere Perspektive auf das Leben von dort.
Weil da, wenn du kein Geld hattest, plötzlich hast du ein bisschen Geld. So ein bisschen, damit du überlebst. Du bist glücklich. Du guckst nicht auf Likes oder Views oder sowas. Ne? Also. Aber du hast diese Künstlereinstellung zu dem Ganzen. Ja? Das ist für dich keine Arbeit. Ich bin kein Businessman. Nein, ich kann das nicht. Das ist für dich keine Arbeit. Das ist für dich Liebe deines Lebens. Du machst das, weil du das liebst. Ja, ja. Ja. Ich bin schlechtester Businessman der Welt. Ich versuche nur so gute Sachen zu machen, damit man mehr dafür bezahlt. Aber also kommerziell bin ich nicht so, kein Profi. Genau. Ich muss dich daran erinnern, Stein zu ziehen, ja. Weil wir mir gehen die Fragen aus und dann steht der Turm und dann müssen wir in der Stille spielen, weil mir nichts einfällt. Damit das nicht passiert, muss das halt parallel verlaufen. Save the Katze, hast du selbst geschrieben, produziert und... Also nicht ich alleine, ich hatte ein Team. Ich hatte in Odessa wohnen noch meine beste Freunde, die ich seit 30 Jahren schon kenne. Mhm. Und einer von diesen Freunden, mit dem haben wir mit 16 angefangen, Filme zu drehen. Also wir haben angefangen, unsere erste Filme zu drehen. Ich fackel ganz stark, wenn du dich drauf anlehnst. Ja. Ich bin super tollpatschig. Ne? Also, das ist ich habe dir das schon gesagt. Ja, das ist ein Vorteil für mich, dass du tollpatschig bist. Okay. Genau. Aber muss man nur von hier ziehen oder auch von... Kannst du jedes Stein. Gut. Solange das der Turm nicht fällt, kannst du jedes Stein ziehen. Es ist halt die wichtige Regel, dass du nur einen Stein dabei einfasst. Das heißt, du kannst nicht zwei festhalten und dann rausziehen. Okay. Du kannst mit zwei Händen anfassen, einen Stein, aber nur einen. Aha, okay. Und wenn du einen anfasst, heißt nicht, du musst den rausziehen. Aha. Du kannst den lassen und den anderen ziehen. Die Solin meinte, wir haben... Solin hat auch an der Filmakademie studiert, glaube ich. Du kennst sie, ja? Ja. In selber Zeit wie du? Ich glaube schon. Also wir haben uns dort gesehen ein paar Mal, ja. Diese Baden-Württemberger... Ja. Ach so, das habe ich jetzt nicht... Weil du Ludwigshafen gesagt hast und sie hat Baden-Württemberg... Ludwigsburg, es ist eine Stadt neben Stuttgart, wo diese Filmakademie... Du hast die Stadt genannt und sie hat das ganze Land genannt und deswegen habe ich... Eigentlich ist es Baden-Württemberg, aber... Aus der Schule kommen sehr viele gute Regisseure, also viele reden darüber, dass... Die ist gut, die Schule, ja. Aktuell sind... Ja. Aber am Ende ist es scheißegal, wo du studiert hast. Ja. Du musst... Das ist... Es gibt so talentierte Leute, die, also Tarantino hat nicht bei der Filmschule studiert. Mhm. Ja, ne? Also Spielberg, glaube ich, Spielberg oder Spielberg? Spielberg. Ja, der wurde rausgeschmissen. Ihm wurde gesagt, er hat kein Talent. Walt Disney auch. Also wenn Schauspieler, viele Schauspieler sind der Meinung, dass du das nicht lernen musst oder sollst oder ist. Ja. Denkst du dasselbe über Regisseure oder? Es ist Vorteil, es zu lernen in der Institution, aber ist das ein Muss, um Regisseur zu werden? Nein, es ist kein Muss. Also wenn du Filmschule gibt dir Community, also mach dich besser fokussiert auf Film. Große Rolle spielen die Leute, die dir dabei helfen, Technik, die Schule hat, aber du kannst dir gleiche Ökosystem selber schaffen, wenn du das willst. Wenn du gute Connections hast, wenn du gut... Das ist genau zum Beispiel, was ich auch bei der Filmschule gelernt habe. So, wie man mit Menschen kommuniziert. So. Mhm. Dass du kannst nicht alleine den Film machen, du brauchst Team. Und zurück zu Save the Katze, ich habe das mit einem Team gemacht. Also, mein bester Kumpel ist Producer in Odessa. Okay. Er hat eine kleine Produktionsfirma. Auch Film Production. Ja, okay. Genau. So macht Werbung, so kleine Imagefilme, Dokumentarfilme und er hat mir geholfen. Okay. Und wie habt ihr das finanziert? Ich habe das selber finanziert. Ja? Aus meinen eigenen Kosten. Ja. Willst du uns sagen, wie viel du da reingesteckt hast? Es war 2,5. 2,5 wovon? Euro. 2,5 Euro. Für die ganze Serie? Oder? Für zwei Folgen? Die jetzt online sind. Aber insgesamt, wie viele Folgen sollen da kommen? Ich habe jetzt zwei Folgen gedreht nur. Ach so, die Fortsetzung kommt? Ich drehe jetzt bald wieder. Ach so, okay, ich dachte, das ist schon bei dir gedreht. Ich habe ja
meinen anderen Projekt gedreht. Ja. Nach der Save the Katze habe ich Street Legends gedreht. Also das ist mein neues Projekt. Aktuell, ja. Genau. Und ich habe die erste Folge von Street Legends gedreht. Mhm. Und dann hat Corona angefangen. Mein Plan war, dass ich die erste Folge von Street Legends drehe. Und dann fliege ich in die Ukraine und filme dort Save the Katze weiter. Das Geld investierst in Save the Katze, was du da verdient hast? Nein, nicht so ganz. Nein. Da verdiene ich auch nicht so, dass ich Gage bekomme und, damit. Also ist das ein bisschen anders finanziert. So. Ja. Der Plan war einfach, dass ich danach einfach in die Ukraine fliege und da drehe. Aber dann war die Grenze zu und jetzt muss ich überlegen, wie ich das in Berlin mache. Weiter. Und ich drehe jetzt weiter in Berlin, also jetzt habe ich Drehbuch geschrieben. Nächste Woche drehen wir, in 2 Wochen kommt die nächste Folge 3 sozusagen. Von Save the Katze. Genau. Okay. Leider kann ich noch nicht das so oft rausbringen, weil die Produktion ist aufwendiger. Also man braucht auch viele Leute, Team, braucht Zeit für Schnitt. Deswegen. Ich kann das jetzt nicht jede Woche rausbringen. Ja. Der andere Projekt, Street Legends, machst du nicht für YouTube? Street Legends ist eine filmische Serie. Also die ist filmisch gemacht, wie ein richtiger Kinofilm. Und das ist eigentlich Street Legends ist das, wovon ich geträumt habe. Mhm. So. Weil das ist Level Up im Vergleich zu dem anderen Projekt, zu Ozboys. Es ist komplizierter, filmisch gesehen. Es ist mehr Regiearbeit für mich. Ich spiele da fast gar nicht mit. Also in der ersten Folge spiele ich mit, aber nur kleine Cameo-Rolle sozusagen. Erzählerrolle, ich bin Erzähler, aber man sieht mich nicht. Okay. Genau, es ist mehr Regieprojekt und es geht... Stimmt. Und es sind so kurze Geschichten aus Berlin, unterschiedliche Figuren, zum Beispiel ich habe so russischen Priester, der Waffen verkauft, ich habe eine Oma, die Drogenlabor hat, oder ich habe eine geldgeile Frau, die so Männer verarscht, ne? Und so über jede Figur habe ich eine kurze Geschichte gemacht, geschrieben, und über die mache ich Filme, so kurz Filme. Aber alles sind fiktive Charaktere. Ja. Und für welche Plattform du das machst? Ich darf das noch nicht sagen, ja. Aber es wird für Plattform gemacht, ja, genau. Und den Trailer gibt's noch nicht? Nein. Okay. Nein. Also ich habe den gesehen. Der Plan ist, dass ich die... Ist geile Sache, ja. Trailer, ja. Aber ihr müsst halt ein bisschen warten, ein bisschen euch gedulden. Das lohnt sich. Jetzt bin ich dran, ja? Ja. Oh, Alter. Das ist nicht so leicht. Vor allem, wenn der Druck ist, dass du danach singen musst. Singe ich gerne. Ich singe gerne. Ja? Ja. Wirklich? Ja, klar. Okay. Das heißt nicht, dass ich schön singe, okay. Aber gern. Aber ich gern. Singe gerne. Ja, das ist was anderes. Ja. Wie gehst du mit Kritik um? Schwer. Wenn man deine Projekte... Ich sage ehrlich, schwer. Ja? Schwer. Trifft dich jedes? Ja, ich bin sehr sensibel. Es kann sein, dass 100 gute Kommentare kommen und einer schreibt mir, du bist Wichser oder so, mach Wadik weiter, mach Hausmeister weiter und so. Hausmeister war besser oder sowas. Dann bin ich schon depressiv danach, muss ich sagen. Irgendwie ist das sehr... Ich lerne damit umzugehen, aber es ist schwer. In diesem Geschäft irgendwie, ich glaube, ich kenne niemanden, der es so, der wirklich drauf scheißen kann. Ich glaube, die Menschen, die so im Filmgeschäft so... Weißt du, zum Beispiel, ich bin voll begeistert von Shirin David, ja? Weil sie ist diese Frau, was für Hate kriegt sie in die Kommentare, wenn du das liest? Ja. Es ist einfach krass. Einfach so, ja? Weil du bist Shirin und... Einfach so. Die Leute schreiben so blöde Sachen und... ich habe sie so privat kennengelernt und wir haben mit ihr so ein paar Sachen gedreht. Und wenn du sie anguckst, du denkst, wie kann diese zarte Frau einfach damit umgehen? Ich bin, keine Ahnung, also ich lese einen bösen Kommentar und ich habe schlechte, also mir geht's scheiße danach. Ne?
Und sie macht weiter, sie zieht ihre Sache durch. Und solche Leute begeistern mich wirklich. Man sagt ja, dass die YouTuber sowie die Schauspieler auch oft die Depression kriegen, wegen so einem auch sinnlosen, unbekannten, anonymen Kommentar, auch wegen dieses Negativität, die ständig zu sehen bekommen. Das Problem ist, wenn du regelmäßig, hast du schon? Ich habe schon. Ja. Wenn du regelmäßig Content rausbringst, dann ist dein Leben voll fokussiert, auf YouTube. Du denkst plötzlich, dass es gibt nichts in dieser Welt außer Instagram, YouTube, Snapchat. Du denkst plötzlich, dieses Wertsystem ändert sich total krass, ne? Plötzlich spielen ganz andere Sachen. Plötzlich ein Like ist dasselbe wie ein Kuss für dich. Oder ein Hate-Kommentar ist dasselbe wie ein Schlag für dich. Und was bedeutet Kommentar? Also ich würde auch gerne angucken, diese Leute, die anonym Hate schreiben. Ich würde einfach gerne die angucken. Angucken ist eine Sache. Genau, aber ich meine, von da kommen, man fängt an, das zu ernst zu nehmen. Weil dein Leben, wenn du das regelmäßig machst, dein Leben ist nur auf YouTube fokussiert, nur auf diesen Job. Und das ist natürlich schwer. Also das ist, dann musst du sozusagen, du holst dein Selbstwertgefühl, das wäre lustig, du holst dein Selbstwertgefühl von dort. Aber das ist falsch, weil diese Kommentare ist nicht dein Spiegel. Ja, das ist verzerrtes Spiegel. Das ist kein Spiegel eigentlich, das ist was anderes. Um Lob geht es auch genauso. Oder wenn jemand deine Arbeit lobt, ist das genauso auch nicht so ernst zu nehmen wie negatives Kommentar? Oder unterscheidest du zwischen konstruktiver Kritik und... Nein, ich sage ehrlich, ja. Ich könnte sagen, dass ich so perfekt bin oder so, aber auch die konstruktive Kritik tut mir auch weh. Ich hasse Kritik. Ich muss noch viel lernen, um damit gut umzugehen. Ja. Wenn mein Kumpel sagt mir, dein Drehbuch gefällt mir was nicht, ich werde böse oder traurig oder. Ist so nah ans Herz. Ja, genau. Also du warst hier der Tollpatschige, oder? Geschafft. Ja. Aber darfst du das zurückschieben? Oder? Gleich, wenn ich den hier hingelegt habe, dann kann ich machen. Aber ich kann den auch so liegen lassen, weil das ist ja eher schlecht für dich. Das heißt, ich würde den liegen lassen, dich ziehen lassen und dann wieder gerade machen. Gleich. Oder nicht? Weiß ich nicht. Okay. Ich habe hier solche Fragen. Wie, was willst du, was ist dein Ziel als Filmemacher, was willst du irgendwann mal erreicht haben, aber du hast dir vorhin fast geantwortet, aber ich stelle dir trotzdem so, als Filmemacher, wo siehst du dich, wo würdest du gerne hin und was würdest du gerne erreichen? Was mir am meisten an diesem Job gefällt, ist, dass wenn ich die Möglichkeit habe, Geschichte zu schreiben und die umzusetzen. Also Regie ist, ich habe keinen... Das ist nicht mein Bedürfnis, darzustellen und rumzukommandieren so. Nein, das ist Regie ist sozusagen Schritt, um meine Geschichte umzusetzen. So, ich muss Regie machen, wenn ich den Film drehen will. Genau. Aber am meisten, was mir am meisten Spaß macht, ist diese Geschichte, wenn ich die schreibe und dann sehe ich diese Geschichte auf Bildschirm. Ja, und Kinofilm, ich will irgendwann, ich hoffentlich bald, paar Jahre, alles geht jetzt in diese Richtung, dass ich mache Kinofilmdebüt sehr bald. Ja, genau. Und du bist dran, ich muss erinnern. Und dann die Folge darauf, die Frage. Ah, Scheiße. Ich weiß ja, dass du aktuell von einem sehr angesehenen großen Produzenten, so Bernd Eichinger aus Russland, angesprochen wurde und fast also
ja. angefragt wurdest, immer wieder ein Projekt zu drehen in Russland, ein großes Projekt, was du, wir dürfen nicht drüber reden, was das für ein Projekt ist, worüber es ist, wer das ist, aber es ist was Großes gerade am Laufen. Und es ist was Großes und was Internationales. Und meinst du das mit deinem Spielfilmdebüt? Oder? Nein, danach kann das kommen. Danach, ja. Danach. Wenn ich das, diesen nächsten Projekt gut umsetze, dann werde ich es verdienen, Kinofilmdebüt zu machen. Och, scheiße, jetzt. Druck fängt an, ne? Ich will das einfach schmeißen und dann ist vorbei. Und ich sage dann, ich habe trotzdem gewonnen. Das war gut. Ah, jetzt. Das ist der Stein, oder? Drei, oder du kannst auch fünf nennen, deine Lieblingsfilme. Filme, wenn man dich nachfragt, was ist so, das dich inspiriert ist, was du magst. Du kannst fünf nennen auch. Es ist schwer, drei zu nennen. Okay. Ich würde sagen, also die Filme ändern sich immer. Dein Geschmack ändert sich mit dir. Aber auf jeden Fall, die größte Rolle in meinem Leben hat Snatch von Guy Ritchie gespielt. Aha. Lock, Stock, Two Smoking Barrels. Das merkt man in deinen Filmen. Ja. Alle Guy Ritchie-Filme eigentlich. Hm. Und Martin Scorsese natürlich. Goodfellas, Wolf of Wall Street. Also alle seine Mafia-Filme liebe ich. Irishman liebe ich auch, weil alle hassen Irishman, aber ich liebe das. Ich fand den auch nicht, also keine Katastrophe auf jeden Fall. Wir hatten in unserem Interview jemanden, Tarek, das haben wir schon gepostet, ja, der meinte, das wäre scheiße. Irishman wäre scheiße. Ich finde den gut, also das ist für mich ist es so wie eine gemütliche Decke. Weißt du, so, ich liege zu Hause und ich nehme diesen, es gibt so Filme Decken, ich nenne die so. Goodfellas, Snatch, alles, das sind so Filme für mich, die ich so, ich lege mich ins Bett, mach den Film an und ich fühle mich so geschützt. Wie so, also. Aber du schläfst nicht ein dabei? Nein. Okay. Es ist einfach Feeling, ne? So dieser Feeling, die du hast. Okay, jetzt bin ich da. Ja. Scheiße. Bester deutscher Film, den du in den letzten Jahren gesehen hast? Victoria. Ah, okay. Victoria. Ja. Bester deutscher Schauspieler und Schauspielerin, mit denen du auch gerne drehen würdest? Warte. Mhm. Alter. Dass er noch steht. Siehst du? Logik. Logik. Man sieht das nicht von der Seite, glaube ich, aber der steht so wirklich schief. Das ist wie Turm in Pisa. Meine, wer ist das, Aufmerksamkeit eingeschläfert mit diesem am Anfang, ja, ich bin sehr tollpatschig und ich werde mich nicht verlieren. Ich bin wirklich super tollpatschig. Frag ihn, der kennt das. Der kann dir das. Beste deutsche Schauspielerin und ja, Schauspieler. Beste deutsche Schauspieler. Okay. Deutsche Schauspieler. Also die Filme mit Frederick Lau, die ich gesehen habe, die waren sehr gut. Also sagst du Frederick Lau als Beste? Genau. Ich bin ja nicht so lange in Deutschland, ne? So, damit ich kann da nicht viel so sagen. Und was? Wie hast du das? Was hast du da gemacht? Unten war einer. Der war sehr los. Aber es gibt bestimmt Leute, die können so das hier rausziehen und dann fällt es so. Ich habe ein Video auf Internet gesehen, da hat ein Jünger mit schneller Bewegung den letzten unten rausgeholt und der Ton fiel da drauf, ja, wie du sagst. Sehr gut machst du das. Oh. Schauspielerin? Oder fällt dir niemand ein? Ich habe jetzt vor kurzem eine Serie geguckt auf Netflix, die hieß Unorthodox. Mhm. Und da war die Hauptrolle
Die Schauspielerin hat sehr gut gespielt. Die Solin hat die Serie auch erwähnt. Das ist eine sehr gute Serie, richtig gute Serie. In your face. Also ich dachte schon, okay, aber du musst den noch drauflegen. Ich warte drauf. Asymmetrisch, ja. Okay, der Druck ist auf die Seite. Dann müsste ich eigentlich von da raus schon damit. Okay. Wie wichtig ist die Religion für dich? Religion. Früher, es war sehr wichtig für mich. Also ich kann nur für mich sprechen, ja, weil ich will jetzt nicht jemanden beleidigen oder so. Ich bin jetzt seit 3-4 Jahren bin ich nicht mehr religiös. Davor war ich sehr religiös. Meine Familie war, mein Vater war sehr religiös. Aber nachdem mein Vater gestorben ist, bin ich nicht mehr religiös. Dein Vater ist gestorben? Ja. Mein Beileid dazu? Ja, ist schon seit 3 Jahren ungefähr. Ja. Seitdem bist du nicht religiös? Ja, ich glaube, seit das war so ein Wendepunkt für mich, wo es alles angefangen hat. Und dann habe ich meine Perspektive auf die Religion geändert. So, ich glaube an Gott, dass es etwas gibt, aber Religion ist nicht mein Weg, um das zu verstehen, was da oben ist. Oder genau. Gehst du wählen? Du hast ja deutschen Pass nicht. Nee. Du hast diesen Gag immer gemacht. Ja. Wählen, ich war einmal in meinem Leben wählen, glaube ich. Und in der Ukraine, so vor 100 Jahren. Warst du wählen? Ja, ja. Also, aber so Politik generell interessiert dich nicht? Also, nein, würde ich sagen. Also, deutsche Politik kenne ich null. Ich habe keine Ahnung, auch wenn die Parteien, welche Parteien es gibt und so, das kenne nur CDU. Ja, was gibt da so? CDU? SPD gibt es auch. SPD, AfD. CSU, Grün, ja, genau. Linke. Linke, ja. Also wenn du hier wählen gehen würdest, hast du eine Ahnung, wenn du wählen würdest? Nein. AfD nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Das macht Spaß, war mir schon klar. Als Ausländer AfD zu wählen, also ist schon. Als Prank könnte man machen. Ja, als eine Verarsche. Für dann das Posten auf Instagram. Ne? Ja. Gibt es eine Sache in deinem Leben, die du bereust? Die ich bereue? Ja. Ja, aber ich werde das hier nicht sagen. Nicht sagen. Ja. Aber die fällt dir so eindeutig auf, das ist das. Ja, es sind einige Sachen. Einige Sachen. Okay. Warte, wir müssen das jetzt entscheiden. Entweder fällt der Ton gleich von mir oder. Das ist schon ziemlich spannend. Nicht schlecht, deine Taktik, nicht schlecht. Ich habe keine Taktik, ich habe nur so gezogen. Keine Taktik zu haben ist auch unser Konzept sozusagen. Ja. Wir sind auch. Der Plan ist, keinen Plan zu haben. Aber das ich glaube, ich habe es angefangen auch früher, dass ich diese rausgezogen habe. Ja. Okay. 3 Eigenschaften an einem Menschen, die du nicht leiden kannst. Was? 3? 3 Eigenschaften. Gute Charakter. Da, ich verstehe. Ja. Drei Eigenschaften. Warte. Also, wenn man falsch ist, wenn man sich verstellt. Wenn man die Leute nicht akzeptieren kann, so wie die sind, na, also mit Vorurteile denken oder so. So, es gibt Leute, die versuchen, sich größer zu machen und dabei jemand anderen kleiner zu machen. Das mag ich nicht. Und es ist so schwer. Kann sein, dass ich in 5 Minuten meine Meinung ändern werde. Aber
falsche, also Fall, wenn jemand falsch ist, das gefällt mir nicht. Das hast du zweimal gesagt. Wenn man so, wenn man jemand sein will, der man nicht wirklich ist. Weil du merkst das, das ist wie ein schlechtes Schauspiel, du merkst das immer. Du merkst das immer und können wir das Spiel hier enden? Ne? Willst du unentschieden, dass wir Duett singen? Duett singen? Ah, stimmt, wenn es um das Lied geht, dann. Also du hast falsches Verstellen zweimal genannt, ich schätze mal, ja, was das heißt, ist dir so unangenehm, dass du es zweimal nennst. Er hat einen gefunden, was ist los mit dem? Ich wäre gerne so tollpatschig. Ich bin wirklich super tollpatschig, aber mit Finger kann ich gut arbeiten. Weißt schon, was ich meine. Ja. Keiner hat sich beschwert. Welche eigene Eigenschaft ist dir am meisten peinlich? Eigene. Unangenehm, peinlich. Dass ich so, keine Ahnung, so, ich würde gerne so mehr, so, wie soll ich das? Oh, scheiße. Ich bin wie Charlie Chaplin heute, der immer am Rand ist. Ich schwöre, das sieht sehr danach aus gerade. Meine eigene. Ja, dass ich würde gern selbstbewusster sein. Selbstbewusst und nervös. Unnervös, ja. Ja, ich bin so sehr, sehr, so Panikmacher, ja. Ich mach sehr oft Panik und so. Und immer bin ich nervös wegen etwas. Du wärst dir lieber selbstsicherer. Ja. Welche Superkraft hättest du gern? Abnehmen, Spaß. Das ist keine Superkraft, das ist. Ja, essen und nicht dicker werden, ja, ist geil. Ist geil. Das ist eine Superkraft. Ist geil, ja. So viel essen, wie du willst, ja. Nicht zu nehmen. Ja, deine, aha, die Oboe. Oh, dass es steht. Fall nicht. Hör auf damit. Alter. Aber ich muss noch drauflegen, das ist noch nicht zu Ende. So, jetzt, das ist dein Ding. Wonach orientierst du dich moralisch, wenn du dich entscheiden musst, ob du etwas machst oder nicht? Keine Ahnung, ich habe das irgendwie in mir drin. Keine Ahnung, so nach meinem eigenen Gefühl. So. Du spürst es. Ja, also ich will irgendwie... Lass uns, also wenn du mir konkreter sagen kannst, um was es geht, weil es gibt so unterschiedliche Situationen, so zum Beispiel, was ich mache. Okay, stell dir vor, du musst einen Film drehen oder eine Szene hast du in einem Film, du bist als Regisseur beauftragt worden, einen Film zu drehen, aber darin ist eine Szene, eine Aussage, die du selbst gar nicht so vertrittst. Nein, das mache ich nicht. Und was würde dich dazu, nicht so, das muss daneben. Wieso würdest du es nicht machen? Weil du, was würde dich davon abhalten, es nicht zu machen? Weil das ist wieder falsch. Du willst nicht Falsches machen, weil du denkst, deine Eltern haben dir beigebracht, nie Falsches zu machen. Deine Religion sagt dir das. Nein, also es war nicht so, dass irgendwie meine Eltern mir was gesagt haben, aber ich würde niemals zum Beispiel zu, wenn man mir Geld zahlt für Werbung für einen Politiker machen. Niemals. Ich bin gar kein Politiker. Vielleicht unterstützt du einen. Vielleicht. Nein. Auch das. Findest du Politiker sind alle. Die haben ein bisschen so Scheiße am Stecken, ne?
Nicht scheiße, weil ich mache keine politische Werbung, weil ich mache Filme für andere Zwecke, um die Geschichten zu erzählen. Deswegen Politik ist dann, ich will keine Propaganda machen. Okay. Wenn du eine Skala über einen Menschen sehen könntest, die anzeigt, wie viel er wovon hat, zum Beispiel, du könntest über einen Menschen sehen, wie viel Geld er hat, wie viel Erfolg er hat oder welche Eigenschaften er hat, was würdest du da auswählen? Welche Skala würdest du bei Menschen gerne sehen? Ob die, du kannst sehen, wie viel, auf welchen, wie stark die lügen, wie stark die, keine Ahnung, also verstehst du ja die Frage. Welche Skala würdest du gerne bei einem Menschen sehen? Ich mag Kompetenz sehr. Also Kompetenz ist für mich. Was verstehst du da? Ich respektiere Leute. Wenn jemand Profi ist, also das sind zwei Faktoren. Ich respektiere jemanden, wenn er Profi ist und kein Arschloch. Das ist für mich so zwei Sachen, die ich schätze. Und das würdest du gerne über einen Menschen sehen? Wie stark er das hat? Nein, wenn ich jemanden kennenlerne, einfach so, privat, dann wichtig ist für mich nur, wie ist dieser Mensch in diesem Moment. Na, weil ich kenne nicht seine Backstory. Ich weiß nicht, ob er gut zu seiner Mutter ist, ja. Oder ob er eine Oma hilft, durch die Straße zu gehen. Ich kenne diesen Menschen. Willst du auch nicht sehen? Nicht also ich kenne zum Beispiel dich nicht. Ja. Ich sehe dich zum ersten Mal. Ja. Aber wenn du mit mir respektvoll umgehst, antworte ich genau so. So. Aber wenn ich zum Beispiel sehen würde, dass du dich verstellst oder so, ja. dann würde ich sagen, ah, der Typ ist fake. So. Guck mal, aber wenn du jetzt über mich eine Skala sehen wollen würdest, zum Beispiel die anzeigt, welche Eigenschaft ich wie viel habe. Zum Beispiel, du könntest sehen über mich, wie stark ich mich verstelle. Wie stark verstellt sich der Mensch, der oder der, wie stark spielt er jemanden anderen vor, könntest du über mich sehen. Wäre das halt vielleicht die Sache, die du gerne über Menschen sofort erfahren würdest, durch den Blick über die? Ich finde einfach, weißt du, ich bewerte dich auch nicht so. Ich finde, es ist, warum bewerten? Warum jemand bewerten sofort? Also was erwartest du von mir? Eine Note 1, 2, 3, 4 oder Farbe schwarz oder weiß oder keine Ahnung oder ein bestimmter, erwartest du bestimmte, das bestimmte Ergebnis von mir oder? Meinst du mit dieser Frage? Ja, also du meinst, also warum soll ich dich bewerten? Also es geht nur darum, ob man einander mag oder nicht, so irgendwie. Das ist eine vollständige Antwort, so. Die du da gibst. Die so. Frage beinhaltet, was interessiert dich immer an Menschen? Worüber machst du dir, wenn du einen Mensch kennenlernst, worüber machst du dir Sorgen um ihn, ob er das hat oder nicht? Also deine Antwort würde darüber viel sagen. Also du hast gerade auch mit dieser Antwort... Erstmal zuhören, denke ich. Ja. Erstmal gucken. Also du hast mit deiner Antwort schon deine Einstellung zu so einer Sache beantwortet, glaube ich. Findest du die Frage scheiße, ne? Soll ich die wieder rausnehmen? Nein, ist gut, die Frage. Ich mag allgemein die Fragen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also. Wenn du ein Jahr in einem anderen Land verbringen dürftest, ohne dir finanzielle Sorgen machen zu müssen, also du kannst dir dort so ein 5-Sterne-Hotel mieten, für Essen, alle Sachen, musst du dir nicht keine Sorgen machen. Welches Land wäre das? Amerika. Ja? Ja. Ich war nie in Los Angeles. Und als Filmemacher musst du in Los Angeles sein. Findest du? Ja, absolut. Also dein Ziel ist auch mit Filmen irgendwann mal dort also zu reden? Also du musst dort sein, sorry, aber das ist so wie wenn du NBA spielst, wenn du Basketball spielst, musst du bei NBA spielen. Oder wenn du Eishockey spielst, musst du bei NHL spielen. Okay, das ist eine Aussage. Aber findest du, dass die haben jetzt mehr Geld und die drehen viel und mehr natürlich, aber findest du, dass die Qualität auch und die wertvollste Filme drehen dort jetzt zurzeit? Nein, Studiofilme ist keine Kunst. Ne? Studiofilme ist Auftragsarbeit. Aber das ist trotzdem die höchste Liga von Professionalität.
von Menschen, die dort sind, ne? Von Ökosystem, die da ist. Also die holen beste Leute aus der ganzen Welt und da musst du musst da irgendwie sein, auch finde ich. Okay. Verstehe ich die Aussage. Also ich meine nicht, dass du da dein ganzes Leben sein sollst, aber du musst das sehen und du musst das probieren, auf jeden Fall, finde ich. Würdest du gerne hingehen? Dein Ziel ja, ist das auch, also das, ja schon, ja. Wenn du einen Briefumschlag aufmachen könntest, in dem das Datum deines Todes steht, würdest du es aufmachen? Ja. Ja? Ja. Wie würdest du folgenden Satz vorstellen? Obwohl, ich mache sehr ungern Briefumschläge auf, vor allem mit Rechnungen generell, und so, Mahnungen und so. So gelbe vor allem, ja? Ja, ich glaube, ich mache das auf und da liegt Mahnung für mein Leben, so, für meine Sünden. Also generell eine schlechtere Erfahrung, ja, mit Briefen? Ja, nur schlechte. Es gab nie einen Brief, was ich so bekommen habe und geil. So, einmal habe ich Brief von der Filmakademie bekommen, als ich angenommen wurde. Aber das war so, aber es war einziger Fall. Das ist Ausnahme. Ja. Ausnahme. Aber sonst, wenn du diese scheiß Briefe aufmachst, ist nur Scheiße. Entweder ist es Mahnung oder eine Rechnung oder Finanzamt. Ja, also nur Scheiße. Ich habe den Nerv getroffen, sehe ich. Ich würde super gerne einen Brief bekommen, wo so steht, Hi Dima, ich liebe dich. Oder so. Oh, kriegst du keine hier Fanpost? Mit solchen Aussagen? Ne, auf Instagram schon, aber ich meine Brief, so einen richtigen Brief, wo ich so aufmache und da liegt so einfach 500 Euro. Ne? Oder sowas. 500 Euro, ja. Das ist auch gut. Dieser Ausdruck von Liebe würdest du. Nein, nicht nur Liebe, beides. Beides ist gut. Gut, ich verstehe dich. Ich habe einen Freund, der macht das wirklich so, dass er Briefe, die am Freitag bei ihm in der Post liegen, der macht ihn nicht auf, ein ganzes Wochenende, der macht ihn nicht auf, der macht ihn erst am Montag auf. Echt? Ja, und er sagt, wenn da irgendein Scheiße drin steht, so die Rechnung und dies, das kommt meistens am Freitag. Ja, ja. Und das ganze Wochenende muss ich mir darum Sorgen machen, klar. Kopf machen. Und die Ämter sind ja zu meiste Zeit, die am Wochenende. Klar. Und klar. Der muss bis Montag damit leben. Der sagt, nee, ich mache den nur am Montag auf. Wenn das muss, der Prozess muss kurz sein, bis ich das sehe, mich darüber ärgere und dann rausgehe, um das Ganze zu lösen. Ich kann das nicht. Also wenn ich sehe schon, dass Post da liegt, Ich würde nicht mein Wochenende genießen können, weil ich weiß, dass dieser Scheiß liegt da. Deswegen, ich mache das auf und dann leide ich und dann... Ich bin auch so. Ich mache die auf und guck rein und ärgere mich und dann denke ich am Montag. Aber scheiß das Brief, ist eine andere Geschichte. Das ist... Irgendwann kriege ich einen guten Brief. Ich gönne es dir sehr, dass du... Aber hast du schon? Ja, ich habe den in der Mitte da. Ich bin jetzt gespannt, welchen du ziehst. Irgendwie findest du wirklich leicht liegende Steine. Ich habe, glaube ich, gerade fast jeden angefasst. Das wird spannend jetzt. Oh, fuck. Beruhig dich. Wie würdest du folgenden Satz fortsetzen? Oder willst du in Ruhe erstmal ziehen? Warte, ich ziehe. Ich ziehe in Ruhe. Also den Stein aus dem... Ja, mein Stein. Ich ziehe nur meinen Stein jetzt. Steine packen. Hier. Okay, also du tollpatschig bist du nicht. Also diese Masche mit tollpatschig, die geht nur einmal durch. Also nach diesem Interview ist die jetzt vorbei. Was, kennst du, man sagt einmal auf Russisch, einmal im Jahr schießt auch ein Stock. Ja. Das ist anscheinend der Moment bei dir. Ja, genau. Wo du schießt. Heute ist dieser einmal pro Jahr. Heute hast du definitiv geschossen. Genau. Wie würdest du folgenden Satz fortsetzen? Im Inneren sind wir alle Kinder. Aber wir haben bis jetzt alles Unterschiedliche gehört. Cool. Wovon bist du ein wenig abhängig? Zigaretten, Handy, Drama machen. Ich mag sehr gern Drama in meinem Leben. Drama machen. Ja, ich mag sehr gern das in meinem Leben.
Warte, jetzt brauche ich auch Concentration. Du hast ihn so leicht angefasst in den weltlichen Hingegangen. Und da war. Aber so kannst du gut testen, ob dein Gast aufgeregt ist. Aufgeregt ist? Ja. Du bist anscheinend nicht. Weil, wenn die Hände. Nee, ich fühle mich sehr wohl bei dir. Ja. Ja. Weil bitte, bitte, merkst, bitte, bitte. Doch, ja, ja, schmeiß ich, das. Schmeiß. Du merkst, dass ich doch nicht so gut spiele, wie du es dir gedacht hast. Das hat schon gewartet. Die ganze Vibration, ich schwör's, das hier, im Moment spielt alles eine Rolle hier. Guck mal. Aber vor allem, das ist die Seite, wo es. Ja, Mann, oh, krass, Alter. Wohin es wackelt, wenn ich jetzt. Das ist krass. Chef. Guck mal, wenn du. Das ist sehr wackelig gerade. Du bist ein Meister. Aber ich werde heute gleich an. Ich spüre das. Ich bin. Du spielst ja. Wie oft hast du das schon gespielt? Also? Ich habe schon zugegeben in einem Interview, dass. Guck mal, wie der rausgeht. Und wie findest du die jetzt? Was ist mit dir? Wie beim Arzt. So. Bist du schon mal bewusst. Yes. Bewusst jemandem gegenüber. Ungerecht gewesen. Bewusst? So, dass du wusstest, du machst da was Falsches, aber du hast es trotzdem gemacht. Bestimmt, klar. Ja. Bestimmt, andersrum, ja. Andersrum, das muss. Wo? So? Oh, ja. Boah. Das ist weil hier denkst du, ist alles vorbei, aber ist noch nicht alles vorbei. Das Drauflegen ist auch ziemlich. Nicht ohne. Wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst? Oh. Sehr viele Sachen. Ich kann dir so eine Liste bringen. Also sehr eine Sache, wo du sagst, das würde ich, oder eine rauspicken davon, was du. Ich habe bestimmte Ziele. So bestimmte Visionen, wie ich als Mensch mich verändern will und werden will in Zukunft. Ja, welche Eigenschaften ich ändern will. Mhm. Und ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe, diese Eigenschaften zu ändern. Und das Nummer eins und Nummer zwei, Prostatakrebs. Habe ich Angst. Ja? Dass ich ihn irgendwann kriege. Ist das in der Familie gewesen? Nein, aber es ist einfach krass. Wenn man die Eier abschneidet, das ist einfach krass. Aber passiert das nicht in sehr spätem Alter? Oder? Ab 45 bist du schon gefährdet, ja? Mhm. Und dann schneidet man Eier ab und dann kriegt man keine. Ich glaube schon so. Allgemein von Krebs habe ich Angst. Dass man dabei Eier abschneidet bei Prostatakrebs, hör ich zum ersten Mal, also keine Ahnung. Du hast das von dir einfach. Aber ich habe dir doch gesagt, ich mag gerne Drama. Okay. Und so in meinem Kopf ist es so. In meinem Kopf wirst du auch nach Sibirien gehen. Also jetzt habe ich auch Angst vor Prostatakrebs. Was hast du gemacht? Ich kann mich sehr gut erschrecken. Okay. Ja. Du hast keine eigene Familie? Meine, nein. Frau, Kinder habe ich nicht. Ne. Hast du eine Freundin? Nee. Nicht, weil die Freiheit, oder kam es nicht dazu? Nein, es kam nicht dazu. Es ist so, Liebe ist komplizierte Sache. Ne? Also entweder triffst du jemanden und dann passiert das. Aber so an diese große Liebe, so wie in Kinos, glaubst du schon, ja? So, ich liebe unterschiedlich. Ich hoffe, es existiert. Hast du noch nie erlebt? Ich habe das erlebt. Hast du erlebt? In meinem Leben, ja. Das in der Schule, das zählt nicht. In der Schule, ich habe mich in der Schule jedes Wochenende neu verliebt. Ich habe das dreimal in meinem Leben erlebt. Ja. Dreimal. So richtig große Liebe, ja, so wie in Kinos. Ja, so, ja. Deswegen, ich hoffe, ich werde ja älter und ich weiß nicht, ob es noch kommt. Ja, das Leben nach 30 ist anders. Aber. Du bist jetzt 33? Ja. Komm jetzt.
zu sagen. 33, glaube ich, das ist die Bergspitze, man sagt. Ich hoffe. Das ist der Moment, wo du eigentlich durchstartest. Du. Ich hoffe, ja. Bis jetzt hast du aufgebaut. Ja. Gut, aber also, du suchst eine, nur so als Information für Zuschauer. Ich denke nicht, dass Internet da hilft. Bist du fertig? Ich bin nicht fertig. Ja. Ich bin noch dran. Ich wollte die fragen, aber cool, dass du trotzdem einziehen wolltest. Kannst du dich erinnern, wann und wieso du zuletzt geweint hast? Warte. Warum? Ich habe einen Film geguckt vor kurzem. Und da gab es einen Moment, aber ich habe vergessen, was das für ein Moment war. Aber da habe ich geweint. Also und dieser Moment war nicht traurig, sondern der war so nett einfach. Und da habe ich irgendwie plötzlich geweint. Okay. Also beim Film. So unkontrolliert, so plötzlich. Film emotional werden ist. Aber selten, also passiert das nicht oft. Aber irgendwie ist es passiert. Aber ich darf weinen, ich habe ja keinen Bart, deswegen darf ich. Bei mir wächst kein Bart, ich darf. Ich sehe das schon, rasiert. Ja, super. Hat das damit zu tun, glaubst du? Ja, ich glaube schon. So, wenn du so maskulin bist, dann weinst du seltener. Also nicht, dass ich weine, das wollte ich damit nicht sagen, aha, aber ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat. Also ich meine, manche sind halt so, die sind so emotional, dass sie anfangen so, weil. Obwohl, ich hab schon Männer gesehen, die weinen, also nicht live gesehen, nicht selbst gesehen, sondern aber auf Videos, die haben vor der Kamera geweint, aber nicht als Schauspiel, oder vielleicht so Lebensschauspiel, weißt du, so. Aha. Die haben geweint, und dabei weiß man von denen, dass die sind schon ziemlich, ich sage jetzt nicht maskulin, so, aber die sind schon hart unterwegs im Leben, so. Ja, es gibt sogar geile Fotoserie von berühmten Schauspielern, die weinen, also. So. Schauspieler ist was anderes. Ja, ja. Dieser Typ ist, ich sag mal, ich will den. Ich habe so krasse Männer gesehen, so richtig krasse Typen, voll Testomonster, die geweint haben. Mhm. Ich habe das gesehen. Also deswegen, ich glaube. Ja. Okay. Gut, das. Wieso habe ich ihn nicht gesehen? Wieso habe ich ihn nicht gezogen? Ne? Ich habe gute. Ich hab ganze Zeit den an der Seite gezogen. Scheiße! Yes! Scheiße, fuck. Aber ist nicht ganz. Ist nicht ganz, okay. Da musst du halt. Jetzt! Jetzt ist das ganz. Jetzt musst du singen. Okay. War cool. Wir sind auch fast am Ende meiner Fragen angelangt, deswegen ist es rechtzeitig auch gefallen. Hier stehen auch die Namen, genau. Wir würden dich, das kannst du auch jetzt machen, während. Schön. Warte. Aber gut, lass uns das Spiel holen, das ist geil. Alle, die hier das Spiel gespielt haben, die das vorher nicht kannten, sagen, nee, das ist eigentlich ein geiles Spiel. So zum, ja, weil so guckst du, denkst, das ist für Nerds, aber. Das ist ganz geil. Nerds ist auch nicht Schlimmes, ja? Nerds ist gut. Ich bin zum Teil, zum großen Teil von mir ziemlich Nerd. Du? Voll. Echt? Ich sag dir, du hast falsches Bild von mir. Echt? Ja. Hier, so meine Herkunft, so dies und das und deswegen sofort hat jeder so. Ja, das ist bestimmt wegen deiner Herkunft, weil ja, man genau. Denkt so, du musst das hart ist, drauf sein. Das ist, genau, das ist ein Vorurteil von mir. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht hart bin, ich bin voll der Harte, ja. Ja, sehr hart, ey. Voll, ja. Ich hatte hier davor einen Hasen gefahren und gegessen. Genau, das wollte ich sagen. Ich Kopf abgebissen. Wenn Fleisch esse, hat dann, gesagt, jetzt können wir anfangen. Ja. Genau. Also, das ist schon vorhanden, ja. Muss ich schon sagen. Aber wir haben viele Vorurteile auch, mit denen wir leben müssen. Das sind eigentlich Zähne von deinen Feinden, ja. Du gefällt. Ja. Du wolltest eigentlich die Fragen, du solltest die Fragen für uns schreiben, so für nächste Gäste. Du solltest. Du hast mir das nicht gesagt? Nein, es ist gerade entstanden, dieser Gedanke. Ah, okay. Ja. Gute Taktik. Ja. Also, du solltest mehr Geld für die Fragen bezahlen. Aber jetzt hast du alles kaputt gemacht. Oder? Ich dachte, du bist so voll auf Kunst und so. Bin ich, aber es war so Spaß. Habe ich auch so verstanden. Ja.
Wenn du Garantie hättest, dass du in diesem Beruf erfolgreich sein wirst, welcher Beruf wäre das? Mein Beruf, das, was ich mache. Ja? Du bist absolut in dem Beruf, was ja, du... Ja, ich liebe das, ich mag das, ja. Also du würdest jetzt nicht zum Sänger wechseln oder sowas? Nein. So Rockstar? Nein. Okay. Früher wollte ich Rockstar werden, als Kind, ja. Aber, ne. Ich würde immer Pilot werden und Regisseur. Ja, Pilot. Ich bin zu nervös, um Pilot zu sein, denke ich. Also zu der Zeit, wo ich das werden wollte, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob ich nervös bin oder nicht, ob ich das kann. Dass ich das nicht kann, kam mir nie in Frage. So. Klar kann ich das. Aber wolltest du... Ich kann sogar kaputtes... Kampfjet-Pilot sein, oder? Nee, so überhaupt Pilot. So, darüber Gedanken habe ich mir nicht gedacht. Aber meine Mutter hat mir sofort gesagt, aha, willst du dann, wenn es Krieg ist, willst du, dass du eingesetzt wirst und auf jemanden Bomben schmeißen? Aha. In dem Moment ist was in mir gebrochen. Ah, ja, stimmt. Dann habe ich gedacht, okay, dann ist das doch nicht so geil. Ja. Aber man kann ja noch so, wie heißt das, Personentransport ja. Dingspunkt machen. Zu deiner Frage. Was ich, jetzt hast du gesagt, dass, wegen Geld. Ich finde, ich mag beides. Ich mag beides. Kunst ist gut, Geld ist auch gut, aber Geld spielt nicht die wichtigste Rolle. Geld ist nicht die Hauptrolle. Mit Geld kann man auch Kunst schaffen. Ja? Mit was? Mit Geld kann man neue Kunst schaffen. Ja, Geld brauchst du für Film vor allem so. Aber das ist nicht Nummer eins Faktor. Also sehr oft ist es Faktor Nummer eins leider. Die Kohle. So. Aber du brauchst Budget, um deinen Film zu machen. Um das zu produzieren, ja? Guck mal. Also, du musst irgendwo Budget finden dafür. Aber es darf jetzt nicht etwas sein, wodurch du sozusagen, dass du für Geld, aus dem Geld Sinn deines Lebens machst oder sowas. Dann eine andere Frage. Mhm. Wenn du eine Garantie hättest, dass dein nächster Film entweder bei der Kasse durchfällt oder mega geile Kritik kriegt in der, von der Professionellen aus der Branche, von professionellen Kritikern und deinen Kollegen, Schauspielern und Regisseuren, entweder die geile Kritik in die Tops Welt, in die Geschichte eingehen mit einem der stärksten Klassiker den Film, oder ultra viel Geld damit zu verdienen, und aber die mieseste Kritik bekommen. Naja, Fast and Furious, Hobbs and Shaw verdient auch viel Geld, aber es ist komplette Scheiße. Das ist komplette Scheiße. Ich habe den vorletzten einfach... Es ist einfach Müll. Wir waren da mit Freunden und wir haben einfach von Anfang bis zum Ende gelacht. So einfach. Ja. Das ist so verständlich. Das ist mega Trash, Alter. Das ist die verdienen Milliarden. Ja. Da denke ich, Alter, also ich will ja nichts sagen. Ich habe letztens einen Film mit Vin Diesel angeguckt auch. Das ist, also man denkt, wenn du diesen Film anguckst, du denkst so, fuck, denkt er da oben wirklich, dass die Leute so dumm sind? Und also wenn du zum Beispiel Die Hard anguckst, ja, so diese Klassiker aus 90er, 80er, ja, Actionfilme, die sind geil, also da kannst du, da blutet Bruce Willis, ne? Mhm. Und hier, ich meine, hier, Alter, die sind... sehr unrealistisch. Diese Dwayne Rock Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, die schreiben im Vertrag, wer wie viel Schläge verpasst. Genau, das habe ich auch gelesen. Alter, ist es so behindert. Also was für ein kranken Ego musst du haben, was für ein Schwanzvergleich hier sozusagen. Ja. Es ist kein Film, Mann. Es ist einfach. Die schreiben. Ja, und der Film ist super erfolgreich. Also ich meine, Scarface war Flop. Ja. Fight Club war Flop. Ja. Also viele gute Filme waren Flop. Und ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Aber falsch beworben, zu falscher Zeitpunkt. Ja, genau. Falscher Zeitpunkt, falsch beworben. Aber es gibt so viele Sachen, die viel Geld verdienen, die einfach totale Crap sind. Mhm. Also deswegen. Also deine Antwort ist, welchen Film, was würdest du für deinen nächsten Film wünschen? Das oder das? Ich würde mir wünschen, dass richtige Leute das verstehen, die ich mag. So. Also die bessere Kritik. Ja, genau. Würde ich sagen, ja. Und wenn jetzt Fast and Furious kommen würden und dir und mir
sagen, ja, wir zahlen euch beiden so 10 Millionen. Du drehst und ich spiele den Bösewicht. Du spielst Bösewicht? Ja, ich spiele Bösewicht und du drehst die nächste Folge. Nein. Würdest du nein sagen? Ja? Weil es ist, du kannst dir vorstellen, es ist ein Jahr oder mehr sogar, ein Jahr deines Lebens. Sogar mehr. Ja. Und wenn du Fast and Furious drehst, dann kriegst du so einen Vertrag, so ein Handbuch, wo die Regeln stehen, wie du das drehst. Also, weil es ist Studiojob. Also, das ist dasselbe, wenn man dir sagt, du musst Regie für die Küche machen oder für Badezimmer. Ne? Es ist so wie, es ist kein künstlerischer Job. Das ist. Oder sowas. Also, das. Und ich will nicht Zeit meines Lebens, ich würde lieber was Kleines, aber mein eigenes haben, als Großes und etwas. Ich will nicht sagen, dass es talentlos ist oder es existiert und es ist erfolgreich. Deswegen. Bestimmt hat es irgendwelche Talent drin bei diesem Hobson-Show und so ein Scheiß. Aber, wie soll ich dir das sagen? Aber für mich, für mein Wertesystem, Koordinatensystem, ich würde nicht stolz sein, dass ich Fast and Furious gedreht habe. Weißt du, wie ich mir das vorstelle, dass da viele auch einfach reingeraten sind, so, sich so ein bisschen von dem Irreführung gelassen haben. Die dachten, okay, ich hole mir hier diesen Check. Mit diesem Check kann ich ja meine Kunst weitermachen. Aber wenn du einmal so einen riesen Scheißer in deinem Vita stehen hast, dann ist das halt für dein Leben. Naja, also das, ich habe ja auch Vadik in meiner Vita und ich hoffe. Also als Kunstfigur? Ja, als Kunstfigur. Und das wird mich immer verfolgen und ich will. Ich habe damit gekämpft. Aha. Aber ich habe jetzt akzeptiert, dass es. Die das Leute kennen mich so. Aber es ist nicht etwas, wo ich will nicht, dass die Leute mich für Wadi kennen, nur. Ah. Ne? Also, aber deswegen, ich glaube, dass die Leute die Chance haben müssen und dürfen, etwas Neues zu machen. Und man muss offen sein und nicht bewerten, ah, er hat für, keine Ahnung, etwas Blödes gemacht, jetzt seine nächste Sache wird genau so sein. Nein, es. Denkst du, Ben Stiller hat davor Comedies gemacht und dann hat er mega krasse Knastserie rausgebracht, so Drama. Welcher war das? Escape from Dannemora heißt es. Ach, hat ja. Ben Stiller produziert oder? Er hat Regie gemacht. Ah, krass. Ben Stiller, ja. Hier der Ozark gemacht hat, mir fällt der Name immer wieder, vergesse ich den Namen. Ozark, die Serie. Auf ja, kenne ich. Der hat ja auch aus der Comedy angefangen, der ist ja mega aus dem Spaß. Ja. Und der dreht Bomben jetzt. Ja. Und denkst du, dass diese Vadik-Figur wird dir irgendwann mal negativ vorgeworfen? Nur auf jeden Fall. Die Leute kennen mich leider nur dadurch und die nennen mich so, wenn sie mich treffen. Ja. Und es ist halt. Ich finde das schade, weil ich bin nicht diese Rolle. Ne? Also es ist eine Rolle, die ich als Schauspieler und Autor gemacht habe. Ja. Aber das ist nicht etwas, womit ich mein ganzes Leben, also ich will nicht, dass die Leute nur Vadik in mich assoziiert werden. So. Das ist interessant, dass du das sagst, dass du das so siehst, weißt du? Weil ich hätte gar nicht dir vorgestellt, dass du diese Figur von dir findest, dass sie irgendwie dich runterziehen wird später und dass du dein Leben lang damit assoziiert wirst. Also meiner Meinung nach, von der Seite so, ja, von der Seite. Wenn man jetzt deine Filme, aktuelle Filme anguckt, auch auf YouTube, ja, ganz anderer Mensch. Und du machst dir unnötig Sorgen, glaube ich. Natürlich, ein paar Jahre wird man dich so daran als Vadik erinnern. Natürlich, weil die Rolle halt in die Massen ging. Klar. Verstehst du? Das ist wie Terminator bei. Ja, ja, und das finde ich schade, weil also ich kann das nur ändern, wenn ich etwas anderes mache, was auch in die Massen krass geht. Mhm. Ja. Und das kann mir keiner garantieren, weil Vadik ist super Mainstream-Figur, super einfach, der ist lustig, der hat lustigen Akzent, der schreit, der hat diese Weste, der sagt, weil ich das gesagt habe und so. Ja. Und die Leute feiern das so. Aber du bist 33, du hast auch noch sehr lange. Deswegen habe ich ja aufgehört damit, ja? Weil ich wollte nicht mit 40 Vadik weiter sein, ja? Und ich wollte nicht 10 Jahre Vadik Jubiläum feiern, ne? So Tour. Ja. Jubiläum Tour, Vadik 10 Jahre. Kommen alle alte Fans so.
Und das Mann damals im russischen Disco, ja. Erinnert ihr euch an diesen? Wie Schlagersänger, das, die älter werden, ja. Es ist so peinlich, Alter. Ich weiß, was du meinst. Weißt du, diese Jubiläum-Tours mit so 100 Leuten am Poster, so die auftreten. Oh, nein, no way. Wenn du das so erklärst, jetzt will ich fast sagen, das war eine richtige Entscheidung für euch, Ausbruch aufzulösen. Wenn du mir das so erklärst, dass du nicht immer damit assoziiert werden wolltest. Nun, man muss sich weiterentwickeln. Ja. So. Und auch, ich hab schon das bei Ali gesagt, Ali Boumaier, habe ich gesagt, dass es könnte leichter Weg für mich sein, um Geld zu verdienen und Erfolg zu haben, Vadik weiterzuspielen. Ja. Man könnte über Vadik Kinofilm machen. Ja. Vadik in Berlin, dann Vadik in Amerika, dann Vadik in Outer Space, Vadik kämpft gegen Star Wars. So, und meine Meinung, lass Vadik, das. Vadik und The Golden Eye und sowas. Und, aber ich weiß, was du meinst. Weißt du? Ja. Aber nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Gut. Also ich wünsche dir... Weil so entwickelst du dich gar nicht. Ich wünsche dir weiterhin Erfolg mit deinen Projekten. Dankeschön. Ich bin gespannt auf deine nächsten Projekte. Ich danke dir dafür, dass du heute da warst. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke sehr für die Einladung. Ja, und für das Spiel, das ist ein gutes Spiel. Die sollten irgendwann anfangen, uns Geld zu zahlen dafür. Ja. Hier, Jenga, wir haben euch. Wenn euch mach Sponsoring, ja, Jenga. Ich sag dir, wenn euch letzte Zeit hier, Hasbro, wenn euch letzte Zeit die Verkäufe von Jenga wirklich gestiegen sind, dann wisst ihr Bescheid. Ja. In dem Sinne, danke dir, Dmitri. Danke dir. Fürs Interview. Спасибо. Ja. Ich gehe jetzt ins Risiko ein. In dem Sinne, danke euch auch.